Bankgespräche mit Markus Schober hat sich der Direktor der Wiener Bildungsakademie mit der Sängerin Birgit Denk im Prater getroffen und über Dialektmusik und die Situation von Frauen im künstlerischen Bereich gesprochen, sowie darüber, wie man musikalischen Nachwuchs fördert und wie Wien noch lebenswerter gemacht werden kann. Viel Vergnügen beim Zuhören wünscht dir deine WBA. Ja, dann gehen wir. Reißend schön hier heute. Ich freue mich sehr, heute ein weiteres Bankgespräch führen zu dürfen, heute mit Birgit Denk. Birgit Denk kommt aus Niederösterreich. Du hast selbst einmal gesagt, für dich ist von Geburt an die Liebe zur Musik entstanden. Ich darf dich ganz, ganz kurz vorstellen. Bitte, viele kennen gerne dich, aber wissen vielleicht nicht, dass du bis 2006 Sozialpädagogin warst, dass du vor deiner jetzigen Band Denk eine Metal-Band gehabt hast. Nämlich Herz, auf das werde ich nachher auch noch zu sprechen kommen, und man kennt dich, also du bist vielfältig als Sängerin, Sendegestalterin für Radio, TV, Kolumnistin, Autorin, Darstellerin, was man vielleicht auch nicht weiß, und ich wusste auch nicht, dass es ihn gibt, aber du hast doch bekommen das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Hamburg an der Donau. Ja. Man spricht immer über Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien, der Republik, aber ich finde das sehr schön, dass das dir die Stadt Hamburg überreicht hat, und du hast jetzt auch seit 2014 eine Reihe, die auf ORF3 verfolgt wird, nämlich Denken mit Kultur. Ich persönlich sehr spannend finde, weil es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Gespräche ergeben kann. Und was mich auch freut, dass das jetzt in der Remise stattfindet, im dritten Bezirk, da bin ich ja. Ich sage mal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Für eines der Bankgespräche. Sehr gerne. Ich darf vielleicht gleich einmal darauf hinkommen, du warst vor 20 Jahren, und werden nachher auch noch darauf eingehen, welche Musik du machst und wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber jetzt so gesehen für dich vor 20 Jahren, ist das auch der Weg gewesen, wie du das damals vorgestellt hast, weil du bist so vielfältig geworden, oder war damals eher das Ziel, rein in die Musik hineinzugehen? Oder? Also eigentlich ist alles, was mir im Leben passiert ist oder was ich im Leben gemacht habe, waren quasi ein Eingehen von Wagnissen und Nutzen von Chancen. Also ich habe oft nie überlegt, wenn mir jemand gefragt hat, magst du das machen, kann ich das, sondern interessiert mich das. Und beim Musizieren war es eigentlich auch so. Ich habe mir nie überlegt, kann ich Texte schreiben, kann ich einen Abend füllend, frontfrau-mäßig irgendwie für Menschen unterhaltend machen, oder kann ich auch in meinem Brotberuf eine Leitung vor einer Behinderteneinrichtung, vor ein Haus übernehmen, sondern ich habe immer gedacht, es wird mir auch tragen. Also irgendjemand muss glauben, ich kann das, weil sonst werde ich nicht gefragt, und dann mache ich es einfach. Und deshalb habe ich mir nie überlegt, was werde ich alles werden, oder diese blöden Fragen mit, wie sehen Sie sich in 5 Jahren. Das war bei mir nie relevant, sondern ich habe immer Chancen genutzt, und musikalisch war das eigentlich auch immer so. Also man kann sagen, du hast dich getraut, und da vielleicht auch eine Frage, das ist ja auch oft ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Dass man einen Mann, sagt man, der, wenn er ein Angebot kriegt, dann traut er sich, aber du hast einfach gesagt, ich probiere das, schau mir das an, und ich werde eine Lösung finden, sozusagen. Also tatsächlich ist das was Frauen sich oft nicht zutrauen, aus rein sozialisierten Gründen, dass Frauen immer glauben, sie müssen irgendwas schon perfekt kennen, damit sie es dann machen dürfen. Und Männer, ich sehe das oft in der Musik, und ich finde das gut, da stehen 14-Jährige auf irgendeiner Open Stage, also wo sie spielen dürfen, dort kennen 2 Akkorde, haben eine total verstimmte Gitarre, stehen dort und singen laut, falsch und mit Inbrunst vor den Menschen, ohne sich irgendwie nur zu überlegen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und Frauen, Mädchen, habe ich dann meistens erst immer so mit 19, 20 gesehen, wenn die virtuosest Gitarren spielen können, spitze singen, aber total verschüchtert auf der Bühne sitzen, weil ihnen diese 6 Jahre Erfahrung zwischen dem 12-Jährigen, der sich nicht scheißt, und der 19-Jährigen total fehlen. Und das wird besser, Gott sei Dank. Ich sehe nun auch 13-Jährige falsch Ukulele spielen und singen als Mädchen. Und das muss so sein, das gehört so. Ich finde gut, dass sich das gerade sehr ändert. Also haben es Mädchen tendenziell schwieriger jetzt auch im Musikbereich, im Kunst- und Kulturbereich, oder? Ja, Mädchen haben es tendenziell schwieriger, weil Mädchen noch viel stärker in diese Klischees passen müssen. Buben, junge Herren, habe ich das Gefühl, können sich ausleben, die können da alles machen, vom Gangster-Rapper bis zum Singer-Songwriter-Softie ist da irgendwie alles drin.
Und bei Mädchen gibt es wenige Bilder, weil es auch wenige Vorbilder gibt und wenige Dinge, die Menschen gewohnt sind zu sehen. Also da gibt es dann die Sexbombe oder so die Kumpeltante und dazwischen gibt es irgendwie nicht viel. Und wir Frauen und die Mädchen müssen sich das erst erarbeiten, um zeigen zu können, dass wir auch noch viel vielfältiger in unserer künstlerischen Ausdrucksweise sind. Wie kann es eigentlich sein, dass da weniger Vorbilder gibt? Das ist ja eigentlich etwas, du hast einmal gesagt, du bist die Stimme der Frauen. Das ist eine Aussage, jetzt nicht nur musikalisch, wie man sieht, sondern jetzt auch in der Botschaft. Wie kann das sein, dass es eigentlich so wenige oder weniger Vorbilder gibt? Naja, der Grund ist genau der, dass Mädchen eben viel später anfangen als Buben, was ein großes Problem ist, weil ihnen wirklich diese Erfahrung fehlt, wo die Boys mit 18 einfach weiter sind, weil es früher angefangen vielleicht kann. Ich wollte nur sagen, vielleicht auch dahingehend, dass man sagt, da liegt es auch an der Förderung, kann das auch gesellschaftlich, nicht nur jetzt familiär bedingt, sondern... Na, und auch an den Bildern, die wir haben. Also die Förderung, das Problem liegt hauptsächlich darin, dass Mädchen viel schneller in diese Rollen gepresst werden als Buben. Dass von Radiostationen über Fernsehen, über Veranstalterinnen, Mädchen, die nicht in diese Rollenbilder passen, musikalisch viel weniger gespielt werden und viel weniger Öffentlichkeit haben. Und deshalb natürlich die Leute sagen, das ist ein bisschen komisch, habe ich noch nie gesehen, weil sie es nicht kennen. Also was der Mensch nicht kennt, kann er nicht mögen. Mhm. Und deshalb ist das Wichtigste, dass diese Öffentlichkeit für Mädels viel schneller da sein muss. Und diese Bestätigung, auch wenn es schlecht ist, ist nur immer super, weil du bist es. Und dieses Schöpfen aus dem eigenen werden Mädchen viel zu wenig bestätigt. Das finde ich eine sehr schöne Botschaft und ich muss gleich auf etwas eingehen, was dein ganzes Schaffen prägt, nämlich auf den Dialekt. Also ich finde es total sympathisch, dass du im Dialekt deine Lieder singst, dass du im Grunde genommen auch im Dialekt sprichst. Der Dialekt ist für mich etwas ganz Besonderes und ich denke sehr oft darüber nach, wenn ich an den Dialekt meiner Großmutter denke. Und das war so eine richtige Wienerin, die hat nicht darüber nachgedacht zu sagen, die Tramwei kommt, das war die Tramwei. Also da hat es keine Straßenbahn gegeben oder irgendwas. Und der Dialekt ist für mich eine ganz spannende Sache, über die man nachdenken muss. Es war, glaube ich, vor 20 Jahren sehr mutig, dass du gesagt hast, du fangst mit dem Dialekt an, Dialekt-Rocklieder zu singen. Wie schwer war das damals, dass man das irgendwie akzeptiert hat? Naja, das ist die Akzeptanz war damals kaum gegeben. Also das ist natürlich, wir waren in einer Zeit, man darf das auch gar nicht so böse sehen, sondern es gibt einfach so Wellenbewegungen. Die Jugend muss ablehnen, was die Älteren gut finden. Mhm. Das ist die Aufgabe. Also das muss so sein. Deshalb haben die Jugendlichen meines Alters eigentlich alle Ambros, Fendrich, Danzer eher sehr ländlich und sehr österreichisch bezogen und wo ist die große Welt gesehen. Und viele haben sie einfach eben elektronische Musik oder Dorfmeister, die halt einfach gesagt haben, wir wollen dieses Provinzielle nicht, wir wollen raus, wir wollen international klingen. Das war damals halt gerade die Mainstream-Richtung. Und die haben ja total viel entwickelt und viel geschaffen, auch für das Land kulturell. Und ich war halt jemand, der gesagt hat, ich finde das aber trotzdem schön. Und habe halt meine Ausdrucksweise in dieser Dialektgeschichte halt einfach weiter behalten und habe mir gedacht, ich würde es aber so machen. Und habe jetzt auch nicht überlegt, ob das mir gefällt oder nicht. Das war einfach ein internes Ding, das muss so sein. Und natürlich haben wir damals gerade keine offenen Türen eingerannt, weil das halt out war und alt, obwohl es so, ich damals jung war. Und eine Frau, die das macht, ist bis heute komisch. Weil wenn wir uns überlegen, die Dialektwelle bricht Gott sei Dank wieder mal über uns herein. Und die Protagonisten sind Pizera Jaus, sind Edmund, sind Seiler Speer. Also es sind Männer. Wanda, von mir aus auch noch mit dem Dialekt, der heute gesprochen wird, ist der Nino aus Wien, ist der Malden, wo sind die Frauen? Ja? Und ich sage, die sind alle da, aber es ist noch immer ungewohnter und das ist eine Erfahrung, die ich einfach machen musste in den letzten Jahren. Wenn der Lemo auf Ö3, Pop, Middle of the Road, Mainstream, und ich liebe den Lemo und er ist ganz super und ist einer der nettesten Menschen und macht die schönste Musik, aber der darf Speim singen in einem Lied, das dürfte ich nie. Das würde abgelehnt bis zum geht nicht mehr, das ist vulgär, wenn eine Frau das singt, das geht nicht. Also wir Frauen sind im Dialekt noch viel eingeschränkter von dem, was geht und was nicht geht. Analysieren wir, warum? Wie kann das passieren? Und ich darf dir... Müsst ihr ein Glas Wasser haben? Ja, sehr gerne. Okay. Danke.
haben wir mitgenommen. Danke. Ein Wiener Wasserkrug, ja. Sehr schön. Danke. Prost aufs Wiener Wasser. Prost. Das ist ja eigentlich etwas jetzt vom Dialekt. Der Dialekt ist eigentlich was Wunderschönes. Und ich glaube, da gibt es ja sehr viele Zitate. Eigentlich sollte man ja das fördern. Warum ist da jetzt eigentlich ein Unterschied? Und du hast das alle aufgezählt und es stimmt, es gibt keine einzige Frau. Außer es gibt die Ina. Es gibt die Regina Mallinger, die Ina Regen, die da raussticht quasi aus dieser Dialektgeschichte als Frau. Es gibt total viele andere auch, nur kennen es die Leute nicht. Und die Ina hat halt unter Anführungszeichen das Glück der Geburt. Es gab einmal eine Umfrage, was die beliebtesten österreichischen Dialekte sind. Und ich sage nur eins, Wienerisch ist nicht weit vorn. Nein, in Wien schon. Ja, aber Österreich weit gesehen. Ja. Und der oberösterreichische Dialekt wird von allen gemacht, weil der irgendwie von jedem ein bisschen was drinnen hat, von der Färbung her. Und das Gäu und so, also das ist irgendwie was, was die Leute total mögen. Und da hat die Ina das Glück der Geburt, dass ihr Dialekt, den sie singt und den sie präsentiert, halt von allen Ohren irgendwie als sehr angenehm empfunden. Was ist denn das Schöne am wienerischen Dialekt? Der Wiener Dialekt hat das Schönste, was diese Stadt zu bieten hat, nämlich es ist ein Sammelsurium von Kulturen, von Zeiten und von Bildern. Es ist der Parapluie, den heute auch keiner mehr kennt, oder wenn wir gerade am Trottoir gegangen sind. Das Französische in dieser Stadt, wir haben in Chicken Havara aus dem Jiddischen, also es ist das Tschechische. Also alle Leute, die hier leben mussten, wollten, durften, konnten, haben ihre Spuren hinterlassen. Und natürlich trauern wir alle der Omasprache nach, weil wir die Oma so lieb gehabt haben und viele Wörter einfach verschwinden werden. Und es ist halt der Aufzug und nicht mehr der Lift und so, also so Kleinigkeiten, die plötzlich anders werden. Ich trauere nur ein bisschen nach, weil ich habe immer, Dialekt lebt nur, wenn er sich verändert. Und der Dialekt muss sich ändern und wir brauchen die arabischen Einflüsse von den Leuten, die jetzt hier leben, und wir brauchen die türkischen und Gemma Biller, finde ich super. Das Dialekt ändert sich, nur dann kann er leben. Und es sind immer nur so kurze Momentaufnahmen. Also das, was ich spreche, hat es vor 100 Jahren nicht gegeben und wird es in 100 Jahren nicht mehr geben. Und das ist so im Dialekt. Das finde ich spannend. Gemma-Bilder finde ich auch super. Also als Wiener muss ich sagen, das muss sich weiterentwickeln. Was mir ein bisschen auffällt, ist, wenn ich jetzt so vergleiche, jetzt bei Diskussionen, wenn du im deutschen Fernsehen schaust oder im Schweizer Fernsehen, so geben, glaube ich, jene Länder ein bisschen mehr Dialekt, denen, die neu dazukommen, mit. Also du merkst irgendwie, ein Hamburger, der zugewandert ist, spricht Hamburgerisch oder Schweizerisch. Ich glaube schon, dass wir dann eher, oder dass bei uns eine Abkürzung entsteht, ist auch der Grund, wie man mit Menschen reden. Jetzt auf der Baustelle, gib Schraubenzieher. Ich habe das schon oft in meinem Leben gehabt, wo ich dann stehen geblieben bin und gesagt habe, warum kannst du nicht den normalen Satz sagen? Ja. Das ist bei uns schon sehr komisch drinnen. Warum ist das so? Ich könnte jetzt sagen, weil wir so freundlich sind und glauben, wir helfen jemandem, indem wir es verkürzen. Okay. Das könnte man irgendwie so sagen. Man könnte bösartig sagen, vielleicht können wir selber alle nicht so gut Hochdeutsch und glauben, ist auch ein Grund, aber ich glaube auch nicht, dass das bösartig ist, oder? Ich glaube, das passiert aus der... Nein, ich glaube auch nicht, dass das bösartig ist. Ich glaube, dass aus der Arbeitssituation ist, dass das ein kurzer Ruf halt einfach ist. Ja? Die Frage ist, wo kann der Neuwiener und die Neuwienerin den Dialekt noch hören? Ja, also im Fernsehen ist es nicht, ja, weil natürlich durch diesen großen Einfluss der aus Deutschland stammenden Medien natürlich, wir alle wissen, unsere 12-jährigen Wiener und Wienerinnen reden alle, wie wenn sie in Köln aufwachsen dadaten, wie die guten Gebrüder damals schon gesungen haben, mein Gschoppritt wie ein Biefke und ist in Wien daheim. Auch das ist zu akzeptieren, weil das einfach so ist. Und das Witzige ist natürlich schon, dass Kinder sehr nachahmen und wenn ich den ganzen Tag vom Fernseher sitze, werden sie so reden. Und wenn dann aber diese Peer Group sie trifft und auf der Gosse ist, fangen plötzlich diese 17-, 18-Jährigen, die reden wie Kölner, plötzlich auch zum Wienern an. Also wenn man sie ins Soziotop rauslässt, ändert sich das natürlich auch noch. Also Sprache verändert sich und das Wienerische wird nicht ganz verschwinden. Also man wird uns im Ausland oder jetzt auch in Bundesländern das Wiener erkennen und dementsprechend weiterleben. Auf alle Fälle, der Zungenschlag, das E, das A, wie wir es aussprechen, ist natürlich schon etwas, was kein Hochdeutscher ausspricht. Ja. Ich glaube, Veränderung ist etwas, über das wir reden und du wirst viel darüber geredet haben und du hast das ja auch gemacht, nämlich du hast mit deinem Lied Nicht Allah eigentlich in der Pandemie etwas aufgezeigt und auch wirklich verbreitet.
was viele mitbekommen, aber ich möchte auch die Pandemie ansprechen, weil dieser 13. März hat für uns alles verändert. Ich habe mit der Marlene Steyrowitz sehr gesagt, eigentlich hat ihr ganzes Schaffen sich mit diesem Tag verändert, sie muss das alles überdenken. Das wird wahrscheinlich auch in der Kulturszene so sein. Also wie war für dich so der Eindruck, dass du gesagt hast, wahrscheinlich volle Auftragsbücher, ich meine, bei all dem, was du machst, Fernsehen, Auftritte hin und her, das muss ja für dich auch ein Wahnsinn gewesen sein, logistischer Natur. Wie waren da die ersten Eindrücke? Der Schock war groß. Ich kann mich erinnern, ich bin am 14. noch bei meiner Oma in Bad Tetsch-Oldenburg in der Kuchel gesessen, weil wir gewusst haben, wir sehen uns jetzt längere Zeit nicht. Und habe gesagt, ja, jetzt schauen wir mal die 2-3 Monate und dann habe ich eh wieder Konzerte im Sommer, weil das ist schon wichtig, weil es einfach ums Finanzielle geht. Und ich konnte mir damals, das Gefühl habe ich noch nicht vorstellen, dass ich tatsächlich so lange nicht auftreten kann, darf, soll, muss. Und das hat sich alles total verändert natürlich im Kopf. Also, dass das sehr wohl so ist, dass Kunst und Kultur den Stellenwert, der oft gepfiffen und gedrellert wird, nicht hat. Dass die Gesellschaft sich ändert, wenn wir nicht zusammenkommen. Das haben wir alle sehr erfahren. Und wenn jemand, so wie ich, dann irgendwann mit der Band beschlossen hat, wir schreiben jetzt trotzdem ein Album und musizieren und dann Lieder aufnehmen und man dann plötzlich zurückgeworfen wird, über was schreibe ich denn jetzt Texte? Also ich habe ja niemanden getroffen, ich habe nichts erlebt, über was soll ich denn schreiben? Über die Globapirolen bitte singe ich jetzt nichts. Ja, weil, ja, ist das dann irgendwann einmal gegessen, das Thema. Dann kommt man plötzlich so auf, was mache ich, was singe ich, was tue ich? Und das war doch eine große Dankeschön. Danke, Dank, sehr. Danke sehr. Also das war eine große Erfahrung, woher schöpfe ich mir kreativ oder so. Ja? Also wir und ich traue mir das sagen, weil wir waren dann alle irgendwie vernetzt und haben in der Musikszene schon viel miteinander geschrieben und telefoniert. Wir waren schon ganz schön baff. Muss ich sagen, wir sind beide drauf gekommen, dass wir gestern auch beim Abschluss des Kultursommers waren. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, dass wir erstens mal viel mehr darauf hinweisen, wie es dieser Szene gegangen ist. Also ich habe auch sehr viele Eindrücke, wo auf einmal wirklich von heute auf morgen keine Einnahmen da war, wo es wirklich um die Existenz gegangen ist, wo ich glaube, dass es eine ganz wichtige Sache ist, da auch zu sagen, wie man unterstützen kann, weil wir natürlich als Stadt Wien von der Kultur wirklich höchstens profitieren. Also die Menschen kommen natürlich auch wegen der Gebäude und wegen des Praters, aber größtenteils kommen sie wegen Kunst und Kultur. Ist das etwas, wo du dich als Künstlerin jetzt von der Politik, egal ob Bundespolitik oder Landespolitik, irgendwie gleich verstanden und vertreten gefühlt hast, oder war das in den ersten Monaten nicht durchschaubar? Also in den nächsten ersten Monaten, und da bin ich auch keinem böse, weil jeder damit beschäftigt, für sich auseinanderzuvertieren, müssen wir jetzt alle sterben, bin ich in einem Emmerich-Film. Also quasi, das war klar, dass da von Politikerinnen über Kunstschaffende, über Billerkassiererinnen, weil wir schon erwähnt haben, Spar, alles andere gibt es natürlich auch, dass da alle irgendwie damit beschäftigt waren, ihr Leben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also das war ja echt nicht so einfach. Was dann passiert ist mit dem, natürlich wer am lautesten schreit, kriegt am schnellsten, und dass natürlich ein ehemalig österreichisches Flugunternehmen natürlich sagt auf hallo, eh klar, also das ist mir alles total klar. Dieser Stellenwert, den wir aber haben, dass der von einigen sehr schnell erkannt worden ist, nämlich politischen Entscheiderinnen, und vor anderen bis heute nicht verstanden worden ist, ist doch ein großer Aha-Effekt bei mir. Nämlich, auf was ich immer hinweise, dass wir nicht nur da sind, um uns selber zu erhalten und dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen, und wir wollen ja alle arbeiten, sondern dass eben so Diskussionen über, was ist unser akzeptiertes Gehalt gesellschaftlich, was ja gerade auch aufgeploppt ist, aber auch, wie wichtig sind wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Das ist für mich das, was zu wenig Leute verstehen, dass die einen sagen, wir werden alle sterben von der Impfung, die anderen sagen, Trotteln, geht's euch impfen, dass da einfach Menschen, die sich jetzt so lange nicht sehen haben können und nur in ihre Bubbles waren, einen Platz brauchen, wo sie sich treffen können und darüber face to face sich unterhalten, wie man in Wien sagt, bei einem Spritzer oder bei einem Kaffee, und das, oder bei einem Konzert, und wenn jetzt der Seiler und Speer vor zigtausenden Leuten spielt, bin ich mir sicher, ist da im Publikum
die Querdenkerin, der FPÖ-Wähler, die Linksradikale, die sind dort alle dort. Und die müssen sich da treffen. Und wenn die nur beim Ausstehen, beim Bier holen, kurz einmal merken, oh, der mag auch Seiler und Speer, sind da Kilometer überwunden, ja, die wir jetzt alle nicht überwinden haben können. Und deshalb ist es so wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, wo Leute sich treffen können. Und da ist Kunst und Kultur ganz weit vorn. Also, jetzt im Kopf Kunst und Kultur verbindet, das unterschreibe ich, seitdem ich auch eingedrungen bin in Kunst und Kultur. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin über ein Projekt dahin gekommen, über junge Künstler und Künstlerinnen. Ich kann das nur jedem empfehlen, weil jeder empfindet Kunst und Kultur ganz anders. Aber wie du richtig sagst, es entstehen Gespräche, du wirst auf jeder Vernissage, auf jedem Konzert, wurscht wo du bist, du wirst alles dort haben, von Pro und Contra und andere Dinge. Und ich glaube, das fehlt uns auch in der Gesellschaft, dass dieser Austausch gefehlt hat. Ich glaube, dass das dieses Schwarz-Weiß-Denken, links, rechts, gut, böse, viel mehr dramatisiert hat. Vielleicht auch an dich die Frage, ist da auch die Kunst und Kultur gefragt, diese Kritik zu kanalisieren und auch in Programmen wiederzuverwerten, wie du gesagt hast. Natürlich fällt mir jetzt irgendwie der Moment, wo ich jetzt einen Eindruck für ein Lied gewinne oder irgendwas, warum soll ich so, das Globapier war das zentrale Ding oder andere Dinge, aber ist die Kunst eigentlich nicht ein bisschen zu wenig kritisch für die Zeit, in der wir leben? Na, wir haben momentan überhaupt nicht die Möglichkeit, es gibt wenig Möglichkeiten, sie momentan breit zu machen, ja? Weil natürlich, es gibt so Sachen wie ein Kultursommer, der Donauinselfest Busfahrt, aber jetzt fahren wir mal, weiß ich nicht, nach Aschach an der Donau oder fahren wir mal, also wir reden immer natürlich, weil wir hier jetzt sitzen und weil wir den Wien-Bezug haben, aber Österreich ist nicht Wien, ja, sondern Österreich ist ein Austausch vom Vorarlberger zur Kärntnerin und. Und es fehlt gerade massiv an Auftrittsmöglichkeiten und an Möglichkeiten, sich genau über sowas auseinanderzusetzen im ländlichen Raum. Es gängen gerade ganz viele kleine Kulturinitiativen, wo zwei Leute in der Pension sagen, ich mache jetzt einen Kulturort in meiner Gemeinde. Die haben jetzt eineinhalb Jahre lang Konzerte verschoben, sind mit Förderungen auseinandergesetzt, wo sie sich nicht auskennen. Das meine ich nicht, weil sie so blöd sind, sondern weil das einfach wirklich nicht so einfach ist. Ja. Die sagen, gebiet jetzt habe ich mit zwei Jahren gewählt, lasst mich in Ruhe, sperr gar nicht mehr auf. Das ist das, was wir gerade erleben. Es werden die Plätze wegbrechen. Und jeder rafft, bleibt jetzt gern wienerisch, um einen Rotz und schaut irgendwie, wie er seine Fälle noch ins Trockene bringt. Und natürlich gibt es Künstlerinnen, die pekuniär in der Möglichkeit sind, sagen, gut, dann trete ich halt zwei Jahre nicht auf und mache im Netz ein paar Sachen, wo ich mich kritisch mit dem momentanen Status quo auseinandersetze. Aber die Breite fehlt uns total. Und mein ganz persönlicher Zugang, und da meine ich nur meine Geschichte, ist, ich möchte den Leuten eine gute gemeinsame Zeit geben, wo sie zwei Stunden stehen können und sie nicht überlegen müssen, was mache ich jetzt mit meinem Kind im Oktober, lass ich es testen, lass ich es nicht testen, lass ich es impfen, lass ich es nicht impfen, sondern ein bisschen aus dieser Dauergestresstheit und dieser ständigen Dauererregung zu einmal zwei Stunden irgendwo stehen und einmal im Herrgott einen guten Maus erlassen. Also da sehe ich irgendwie meine Aufgabe. Und wenn da irgendwo zwei Zeilen im Liedtext drin vorkommen, die dann das doch ein bisschen beschäftigen, ist schon gut. Finde ich, ist glaube ich, der richtige Weg für das jetzt. Auf die dort stehen, merkst du irgendwie einen Unterschied, dass sie jetzt weniger Lust haben, wohin zu gehen? Weil es gibt ja viele Diskussionen, dass man sagen, wir werden jetzt alle vom Fernseher mehr verbringen, die Couch ist eingesessen, andere Geschichten, man merkt so das. Ja. Die Couch ist eingesessen, viele Leute kommen drauf, die abendlichen Snacks vom Netflix reichen mir vollkommen. Es gibt Leute, die gehen jetzt auf jedes Konzert, weil sie merken, ich brauche das, mir geht das total ab. Also es gibt alles Mögliche. Was wir tatsächlich merken, ist erstens, Veranstalterinnen trauen sich momentan keine Konzerte ausmachen, weil diese große Unsicherheit ständig gespielt wird mit, wie wird das im Herbst, wie wird das im Winter, es traut sich keiner mehr was ausmachen. Menschen kaufen sich keine Vorverkaufsticket, der Vorverkauf liegt in Wien, da kann ich sagen, darnieder. Quer von Hochkultur bis zur kleinen Kabarettbühne. Weil die Leute sagen, ich habe schon 8 Tickets noch immer zu Hause liegen, seit 2019 noch, quasi 20. Ich kaufe jetzt keine Tickets mehr, weiß überhaupt nicht, wo was wann stattfinden wird. Ich warte mal ab, es warten gerade alle ab. Es schreitet keiner mit Energie voran. Es gibt viele Leute, die sagen, ich setze mich sicher nicht mit FFP2-Masken in den Innenraum.
sich überhaupt nicht ein. Also das ist, wenn gesagt wird, die wird so akzeptiert, die FFP2-Maske, jo, beim Schnö reingehe in die Post oder so. Aber bei einem zweistündigen Kabarettabend mit FFP2-Masken ausprobiert, kein Vergleich zu normalerweise. Also die Leute wollen das nicht mehr. Sie wollen damit nicht mehr konfrontiert sein. Sie wollen in ihrer Freizeit eine Ruhe haben. Und deshalb bin ich gespannt, wie wir das alles über den Herbst drüber kriegen, wo die Förderungen, verstehe ich auch, natürlich kaum mehr vorhanden sein werden und aufhören. Also die spannende Zeit, die kritische Zeit für uns Künstler, Künstlerinnen und für alle, die in diesem Bereich arbeiten, die beginnt jetzt erst. Wir reden ja von Zehntausenden Menschen in Wien, die von der Kunst und Kultur dementsprechend leben. Wir glauben immer, das sind die Schauspielerinnen, das sind aber die Bühnentechnikerinnen, das sind jene, die das organisieren, das sind die von der Pressearbeit und vielen, vielen anderen Dingen. Das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Was mich am meisten jetzt in der ganzen Diskussion nervt, ist, es wird der 15. September sein. Pass auf, der 15. September, der wird ganz geheim schon gehandelt. Mich nervt das schon so. Also jeder, der jetzt sagen wir sind jetzt nicht gelernte Epidemiologen, aber wir haben gemerkt, dass wenn die Welle rauf und runter geht, dann muss man sich dementsprechend auch zusammenreißen. Das ist etwas, wo ich persönlich glaube, dass das jetzt bei dieser vierten Welle oder welche Welle das auch immer ist, ich will das gar nicht mehr mitzählen, noch einmal schwieriger wird. Und da glaube ich, dass das ihr eine enorme Verantwortung habt. Wie du richtig sagst, die Leute kommen zu euch, die Leute tauschen sich aus. Und ich glaube, da kann eigentlich nur der Appell sein, dass man relativ rasche Lösungen findet. Also es ist wie im Aktienhandel. Ja, wenn ständig eine miese Stimmung herrscht und man sagt, naja, da wird es wieder zu und da weiß man nicht und Ding. Wie soll da irgendwie das anspringen, dass die Leute sagen, okay, im November ist eine Premiere in der Staatsoper, da kaufe ich mir Tickets. Also die Person, da gratuliere ich recht herzlich, wenn jemand so einen optimistischen Kern in sich trägt. Mit dem trinke ich dann gerne ein Bier oder mit der. Ja. Also das ist eine Seltenheit, ja. Natürlich, weil die Leute einfach zittern, was weiter passieren wird. Und das ist leider momentan die Grundstimmung. Die Grundstimmung ist ein vages, was weiß man und sicher nicht. Das aufzubrechen wird wirklich die Aufgabe von politischen Entscheiderinnen sein und von Kunstbetrieben und von Menschen, die sagen, auf Kunst, das kriegen wir hin, das machen wir. Das glaube ich geht nur gemeinsam, weil du trittst jetzt auch bald hier auf der Praterbühne auf. Ich finde das eine super Möglichkeit, jetzt auch in der Pandemie neue Wege zu finden. Also das ist, ich glaube, das Theater im Park, Praterbühne, viele jetzt auch St. Marx, alles Kultursommer. Ich glaube, dass wir gemeinsam kreativer sein müssen. Da jetzt auch an die Frage an dich. Du bist auch im Austausch mit sehr vielen Persönlichkeiten. Ist dieser Austausch mit Politik, Entscheidungsträgerinnen und Visionärinnen? Ich glaube, das sind ja die wichtigen, weil wir werden mit dem weiterleben müssen. Also jeder, der sagt, mich ärgern jene Menschen, die sagen, nächstes Jahr ist vorbei. Nein. Das glaube ich persönlich nicht mehr. Also wir werden leben müssen, also wir werden uns auf das einstellen müssen. Es wird an uns liegen, das kreativ zu gestalten. Also wie siehst du da diese Diskussion, den Austausch? Ist das? Naja, und der Austausch wäre noch total wichtig mit denen, die jetzt noch komplett nicht bedacht sind. Das, was meine große Sorge ist und was noch nicht so durchgedrungen ist, wer darf denn auf den großen, schönen, neuen, wirklich tollen und wichtigen Bühnen spielen? Leute, die es voll machen. Und Leute, die das noch nicht voll machen können, junger Nachwuchs, Leute, die nicht so ganz im Mainstream zu Hause sind, die haben es massivst schwer. Irgendwelche 18-, 19-Jährigen, 24-Jährigen, die gerade, 2020 im März ein neues Album aufgenommen haben, die sitzen seit 1,5 Jahren mit einem spitzen Album daheim und können nirgends auftreten, wie jeder Veranstalter zu Recht, weil er auch pekuniär abhängig ist, sagt, naja, die Dresskanzeln, die bei dir kommen, da zahle ich meine Angestellten nicht an dem Tag. Wo haben die Möglichkeit aufzutreten? Wir dürfen die Jungen nicht vergessen. Das ist ganz massiv wichtig. Also ich moderiere für die Verein Wien Extra Soundbest in Akustikclub seit 100 Jahren. Und da sind Talente dabei, denen ich momentan nach ihrem Auftritt keinen Tipp geben kann, wohin sie sich wenden können, um Auftritte zu akquirieren, weil ich weiß,
die können nicht anrufen mit dem Club und sagen, die kennt keiner, wer soll dort hingehen. Und es gibt in Wien und gab in Wien einfach hunderte Auftrittsmöglichkeiten, was so schön ist an der Stadt. Man kann da spielen, dort spielen, da spielen, als Junger. Es gibt's, nur die sind alle zu. Also es ist eine wahnsinnige Zeit verloren gegangen und um die müssen wir uns wirklich dringend kümmern. Das kann ich unterstreichen, weil wir haben es nach der Wirtschaftskrise, ist es nicht so extrem gewesen, weil jetzt gewisse Bereiche wie Theater oder andere Dinge möglich waren. Die Pandemie hat ein ganz anderes Problem aufgezeigt. Also ich glaube auch, dass es für junge Künstlerinnen, und du hast ja selbst in einer Metal-Band einmal gespielt, also ich stelle mir vor, du bist vor einem Marshall-Verstärker gestanden und so richtig, aber wie man halt zusammen ist und wie man spielt und wo man dann einen kleinen Auftritt hat, das habe ich in der Form, muss man sagen, auch noch nicht so das Bild gehabt. Danke, dass du mir das mitgegeben hast, weil das ist natürlich in einer Lebensphase zwischen 15 und 17 oder 17 und 19 enorm, was wir da an Potenzial verlieren könnten, was nämlich die Zukunft ist. Man darf das nie vergessen, es gibt da jetzt in der Kunst die Wurms der Zukunft hoffentlich, weil die müssen jetzt irgendwo malen und es gibt die Denks der Zukunft, die hoffentlich irgendwann singen, aber du hast recht, wir verlieren gerade eine Generation eventuell. Ja, und das ist wirklich dramatisch, weil eben, es wird nächstes Jahr nicht vorbei sein und wir brauchen wirklich dringend Auftrittsmöglichkeiten. Beim Kultursommer möchte ich wirklich positiv herausstreichen, die Damen hauptsächlich und ein paar Herren, die dort das Booking gemacht haben, also die Bühnen befüllt haben mit Leuten, haben eh schon sehr drauf geschaut, dass dort Leute sind, die eben nicht Platz finden auf den Bühnen, wo man halt einfach Leute ziehen muss. Aber das braucht es noch länger und weiter. Und das braucht es eben auch für eben die, haben wir am Anfang des Gesprächs gehabt, für die 14-, 15-Jährige, die halt drei Akkorde kann und zwei Lieder singen, für die braucht es das auch, weil die müssen anfangen können, die müssen sich erproben können, müssen spielen können, da muss Auftrittsmöglichkeiten geben, das muss für einen jungen Hip-Hopper geben, das muss für die junge Geigenstudentin geben. Wir müssen wirklich schauen, dass wir die Jugend nicht verlieren und auch mit der Stimmung, die wir momentan haben, dass wir den Jugendlichen sagen, und im Herbst wird es noch schlimmer und Musiker ist eh ganz schwierig und dann kriegst du 30 Euro, wenn du irgendwo auftrittst, nachdem du 20 Jahre geübt hast. Das ist jetzt nicht der Ansporn, wo ich sage, yeah. Ja? Also bei jungen Fußballern, die ich momentan auch kenne, wenn ich denen sage, was der Arnautovic verdient, dann haben einige schon mal einen pekuniären Ansporn. Ja? Also, aber sie dort vielleicht nie hinkommen, aber es ist diese Karotte. Und für junge Musikerinnen, wo ist die Karotte, die ich ihnen momentan vorhalten kann, dass sie in drei Jahren noch immer nicht spielen dürfen? Also da brauchen wir dringend Modelle. Ich habe jetzt auch nicht die Wundertüte, aber um die müssen wir uns kümmern. Na, du hast vollkommen recht. Was ich immer so traurig finde, ist, wenn ich am Stephansplatz oder in der U1 über diesen U-Star-Punkt drüber gehe, was ich eine super Idee gefunden habe, dass du auftreten kannst, dass man das unterstützt, dass man irgendwie auch eine Bühne gibt. Aber du hast vollkommen recht, dass wir für junge Nachwuchstalente, die jetzt lange überhaupt keine Möglichkeit haben, viel mehr Orte schaffen, wo es die auch in der Pandemie eine Möglichkeit geben, dass sie auftreten. Weil, wie du richtig sagst, das ist wurscht, welche Akkorde die Person jetzt einhört, aber man muss das fördern, weil wir sind eine Kunst- und Kulturstadt. Das darf man einfach nicht vergessen, aber das ist ein Eindruck, den ich... Und das Wichtige ist, das habe ich in Skandinavien gelernt, was wir auch total oft vergessen, der da mit seinen rudimentären Gitarrenkenntnissen zwei, dreimal in irgendeiner kleinen Jumsen auftritt, wird vielleicht möglicherweise selber kein Profimusiker, aber er wird Kunst und Kultur und Musik lieben. Wir haben dadurch Menschen, die wissen, wie schwer es ist, aufzutreten, wie schwer es ist, Gitarre zu lernen, wie schwierig es ist, selber Lieder zu schöpfen. Und jeder, der das einmal selber erlernt hat, wie schwer das ist, wird mit offenen Augen, Ohren und offenem Mund 30 Jahre später eine Eintrittskarte bezahlen, um sich einen Künstler anzuschauen, wo er sich denkt, bist etwa das gut? Weil er selber weiß, was das für eine Arbeit ist, um das machen zu können. Also das heißt, auch in die Breite gehen zu können und den Leuten Musik nahezubringen und dann später sie als Konsumentinnen zu haben, ist was, was die in Skandinavien total verstanden haben, wo jeder Mensch ein Instrument erlernt, ja? Weil das so ist. Und die wissen dann, dass man jemanden, der 20 Jahre Tuba gelernt hat, nicht 30 Euro zahlt, weil er mit dem Studium noch nicht fertig ist, sondern der wird respektieren,
was das für eine Leistung ist, die der erbringt. Das ist ein schöner Gedanke, weil es beim Vorgespräch ist darum gegangen, dass eigentlich nicht jedes Kind in Wien jemals in einem Theater eventuell war. Ich habe Kinder kennengelernt, aber es ist noch ein schönerer Ansatz, dass eigentlich jedes Kind einmal ein Instrument in der Hand gehabt hat, weil das ist etwas, wo du richtig sagst, du hast eine Verbundenheit und du hast den Stellenwert für den, der auf der Bühne steht. Du merkst einmal, was der können und leisten und sich überwinden muss, das überhaupt zu machen. Ja. Das ist eine ganz schöne, schöne Ansicht, die ich da mitnehme. Vielleicht, weil du sagst, für die Jungen ist es extrem schwer zu planen, weil sie haben keine Möglichkeit, jetzt auch einen Kontakt irgendwo hinzukommen. Wie schaut das eigentlich bei dir aus? Planst du es 22 voraus? Sagst du, kann man sich das bei dir vorstellen? Also bei uns war es so, dass wir gesagt haben, wir müssen was tun. Und zwar, weil man was tun muss, und deshalb planen wir ganz brav, wie es vor Corona war. Wir machen Konzerte aus. Wir machen Konzerte sehr wohl 2022, 2023 aus, was in der Popularmusik nicht üblich ist. Aber weil für 2021 keine Konzerte mehr ausmachbar sind, weil alle Hitten voll sind von den verschobenen Terminen. Also es ist fast momentan unmöglich, für heuer noch Konzerte auszumachen, weil da noch die Kolleginnen oder wir noch Konzerte spielen, die verschoben waren. Also wir sind alle in der Zukunft. Wir planen alle gerade eher schon auf 23 hin, weil es momentan noch unplanbar ist. Aber wir bringen trotzdem heuer im Oktober, wie auch immer das dann am 22. Oktober im Stadtsaal, werden wir unser Album releasen. Ob da Leute sein werden und wir da spielen können, ob da Maske, Abstand, 1G, 2G, 3G, wurscht. Wir planen jetzt mal so, dass das ein schöner Abend wird. Wir planen für Dezember-Konzerte. Ja, also wir planen, wir tun und schauen und dann halt einmal weiter. Aber jetzt bei dem Gespräch, was mir so auffällt, was eigentlich wieder aufflammen sollte, ist das Wiener Herz. Weil das Wiener Herz hat, glaube ich, schon sehr viel überstanden, und ich habe jetzt bei einem Kabarett, jetzt fällt mir immer ein Vers, war jetzt nur, ich habe das so genial gefunden, die ist darum gegangen eigentlich, dass wir in 40er mal sitzen und einmal ähnlich unseren Großeltern sagen, wir schauen zurück auf die 20er Jahre und sagen, das war so unser Gerirg und hin und her, nichts hat es gegeben und hin und her, aber ich glaube, das Wiener Herz sollte irgendwie, wir sollten das auch wieder irgendwie aktivieren, weil das fehlt mir ein bisschen so jetzt, dass ich merke, dass wir wirklich daran glauben, dass wir einfach diese Pandemie an die Wand spülen. Das hätte der Wiener, also ich glaube, meine Großeltern und irgendwie hätten irgendwie gesagt, ein Virus wären wir, mir fällt dieser Kampf gegen dieses Ding, wo man sagt, wenn wir ja da gerade sitzen, den Wurschtl wird keiner da schlagen, ein Wiener Lied, quasi, natürlich, ich habe schon den Eindruck, dass es dieses Potenzial nach wie vor hat in dieser Stadt. Ich glaube, es ist einfach nur, es liegt an jedem von uns, einfach einmal wieder von dieser globalen Horrorszenarien-Zuspitzung. Jeden Tag starren wir auf irgendwelche Zahlen, wo keiner weiß, was heißt das eigentlich für mich persönlich. Also jeder wieder ein bisschen sein Umfeld betrachtet. Wie geht's meiner Nachbarin, die glaubt, wir werden alle im September sterben, weil wir geimpft sind. Also quasi, dass man mit denen, dass man einfach normal redet miteinander und sie ernst nimmt. Und einfach, ja, früher hat man gesagt, ja, du Trottel, hat sich auf die Schulter geschlagen und hat trotzdem seinen Spritzer miteinander getrunken. Ja. Genau das meine ich. Und genau das braucht man total dringend. Aber diese Stadt hat das Potenzial. Und es kommen Menschen von überall her und jeder bringt seine Stärken mit. Und natürlich kriegen wir das alles hin, aber wir müssen uns einfach gegenseitig ehrlich sein. Und das ist vielleicht dieses Weibliche, was diese Stadt mehr braucht. Und auch sagen, das Knie tut mir jetzt aber weh. Ja? Und ich kann jetzt nicht den Marathon rennen. Es tut mir leid, du kannst jetzt nicht auf mich zählen. Pass ein bisschen auf mich und dann wird es schon wieder besser werden. Also auch diese Schwächen, die wir gerade haben, und diese Pandemie hat ja auch total gezeigt für jeden. Also ich glaube niemanden, der mir erzählt, er hat nicht einmal eine Situation gehabt, wo er daheim gesessen ist und geheiert hat. Ja? Weil er sich gedacht hat, was wird das alles werden? Und jetzt kann ich meine Oma nicht sehen. Oder irgendwas. Ja? Also, und diese Schwäche einfach auch zu akzeptieren und zu verstehen, ist, glaube ich, auch was, was wir als Stärke nutzen können. Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, weil im Vorfeld auch gesprochen, was ich bei den Bankgesprächen gerne mitnehmen möchte, ist vielleicht so Ideen oder Inputs, wo wir im Kleinen etwas besser machen können. Also ich glaube, das ist auch das urtypisch Wienerische, dass man irgendwie so das auf die Schulter klopfen wird, schon werden hin und her. Aber gibt es irgendwas? Eine Idee, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass jeder Instrument in der Hand gehabt haben muss. Aber gibt es was, wo du sagst, ja, das wäre eigentlich was, das müsste man verfolgen,
dass die Gesellschaft so ein bisschen näher zusammenrückt, besser wird? Also wir brauchen viel mehr, ich glaube, damit wäre viel gewonnen, wir brauchen viel mehr öffentliche Plätze, wie wir zwar da jetzt auf dieser Bank sitzen, wo uns zwar Wiener Leitungswasser und Kaffee kredenzt wurde, aber wo ich nichts konsumieren muss. Ich merke es bei den Jugendlichen, ich merke es bei den Menschen, die frisch nach Wien kommen, ich merke es, wir brauchen Plätze, wo wir uns treffen können, wo wir uns begegnen können, wo ich nicht schick sein muss, wo ich nicht, wo ich hinpasse, egal wie ich ausschaue, wo ich nichts konsumieren muss und wo ich auf andere Menschen treffe. Und das, was früher die Kirchen von mir aus war, oder wir brauchen viel, viel mehr öffentlichen Raum. Jetzt hat es mir meinen Kaffee umgeklappt. Wir brauchen viel mehr öffentlichen Raum, wo wir uns treffen können. Gibt es auch einen Wiener Spruch? Aber ja, sogar. Nein, sag ich nicht, mit Kaffee. Aber der Bankelkaffee. Also, den noch nicht. Wir brauchen einen Platz. Mhm. So wie wir zwei da jetzt sitzen, wo man sein kann. Also da drüben sitzen Damen mit ihren Babys. Das finde ich total super. Ja, also es gibt die Plätze, die braucht es aber in jedem Bezirk. Und das gibt es nicht mehr in jedem Bezirk. Ich gehe bei jedem nicht mehr vorhandenen Parkplatz total gern vorbei, wo irgendwelche Leute so 3-4 so Paletten aufgestellt haben und irgendjemand in der Corona-Zeit im Schweiße seines Angesichts irgendwelche Dackel gehäkelt hat. Wo ich mir denke, yeah! Und wenn diese Plätze nicht belebt sind, wenn ich dort wohnen würde und ich gehe dort viermal vorbei, da sitzt nie wer, der mich absichtlich einmal hinsetzen und nicht jeden anreden, der vorbeigeht. Ich denke mir, das ist was, wo jeder irgendwie versuchen muss, wieder die Leute zusammenzubringen und die Plätze zu beleben. Birgit, vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich kann mich bedanken, dass wir heute das vierte Bankgespräch hatten, und ich nehme mit, dass wir eigentlich viel mehr Plätze in Wien wieder einnehmen müssen, viel mehr Bankeln betrachten und sagen, ja, was könnte man nicht daraus machen. Und ich freue mich auf weitere Gespräche und fand dieses Gespräch sehr gut, weil ich zwei, drei Eindrücke wieder mitnehmen kann, und dir dafür sehr dankbar bin. Vielen Dank. Danke dir.